Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wir reagieren heute auf So wurde One Piece verändert von Ferus. Let's go rein in die Reaction. Ich bin gespannt. Dass Sanji in den USA anfangs ein Lolli statt einer Zigarette... Das weiß ich noch, dass er hier so einen Lolli hatte. ...geraucht hat, ist inzwischen allgemein... Digga, wie dumm, hä? Geisteskrank. ...meint sehr bekannt. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass sie nicht die einzigen waren, die versucht haben, dieses Laster von Sanji vor den Zuschauern zu verbergen? Oder dass unsere Namensänderung von Luffy zu Ruffy noch absolut harmlos... Die fand ich eigentlich immer cool. Ruffy, finde ich, klingt cooler als Luffy. Luffy! ...los war gegenüber dem, was Griechenland getan hat. Dieses Mal werfen wir einen Blick auf einen der erfolgreichsten Shonen-Anime und wie er in den verschiedenen Ländern so behandelt wurde und was für Unterschiede es in den einzelnen Versionen gab. Bei uns startete der Anime im Jahr 2003 auf RTL 2, was knapp 4 Jahre nach der Premiere in Japan war. Im Prinzip kann man schon sagen, dass der Sender One Piece gerade in den ersten Jahren... Ey, das ist hier der Synchronsprecher, ne? Wie heißt er nochmal? Irgendwas mit Schlauch, glaube ich, oder so. Ehrenmann. Eine ziemlich gute Behandlung gab. Mit PPA wurde ein sehr gutes Synchronstudio beauftragt, welches selbst die Dialogzensur kreativ umzusetzen wusste und nicht wie andere nur auf die Wörter gefangen. Digga, was? Oder verschwunden zurückgriffen. Und selbst bei der Bildzensur hatte man immer noch das Gefühl, dass jemand dahinter saß, der zumindest etwas von Jugendschutz verstanden hatte. Und nein, ich rede Zensur natürlich nicht gut, ist scheiße und One Piece hätte in das frühe Abendprogramm gehört. Alles logisch, aber für die RTL 2 Verhältnisse, gerade zu der Zeit, hat es die Serie noch gut getroffen. Das fand ich immer scheiße bei One Piece. So Zorros Kämpfe wurden ja extrem gecuttet, so gegen Mr. One und so, weil halt, weil es da zu viel Blut gab. Schade. Bis dann irgendwann der Enies Lobby Arc kam. Unsere Fassung basierte direkt von Beginn auf dem japanischen Original und wich bis auf der erwähnten Zensur relativ selten von dieser ab. Damit können wir uns sehr glücklich schätzen, denn stellt euch nur vor, wie es gewesen wäre, wenn wir den ersten Versuch aus den USA bekommen hätten. Allein der US-Version müsste ich ein eigenes Video widmen, weil dort so viel schiefgelaufen ist, dass es unter keine Kuhhaut mehr geht. Ich versuche mich für dieses Video hier aber auf die wichtigsten Sachen zu beschränken, damit die anderen Länder auch noch ihr Fett wegbekommen. Doch kurz gesagt, die sehr berühmten Menschen von der Firma 4Kids haben sich 2004 die Ausstrahlungsrechte an One Piece gesichert. Vor allem, wieso machen die sich die Mühe, das alles so zu zensieren, anstatt es in Richtung Abendprogramm zu verlegen und dann ist es ja wegen Jugendschutz relativ egal. Und dafür gesorgt, dass One Piece in ganz Amerika... Das wurde ja nur zensiert, weil das halt immer mittags lief zur Schulzeit, also zu Zeiten, wo Kinder einschalten. ...sehr lange Zeit völlig unter dem Radar lief. Oder vielmehr ein Witz war. Wieso die Fassung nicht... Das habe ich aber auch mitbekommen damals, wo One Piece den übelsten Hype in Deutschland hatte. So bei englischen YouTubern und so kam nicht so viel. Also ich glaube, One Piece war da nicht so big bei denen. Ernst zu nehmen war, werdet ihr im Laufe des Videos aber ganz sicher verstehen. Also ganz, ganz früher. Heutzutage ist ja anders. Das fing schon bei den Namen an. Aus Zorro wurde Zollo, also mit einem L statt einem R. Aus Ace wurde Trace. Was? Und aus Smoker wurde Chaser. Wieso, Digga? Gerade die letzte Namensänderung kam dadurch zustande, dass Smoker in der 4Kids-Fassung selbstverständlich nicht rauchen durfte. Na, immerhin konnte er dann so solche coolen Sprüche loslassen. With one of the biggest bounties ever. They don't call me Ch- Haben die jetzt wirklich die Zigarre rauseditiert? Bei uns gab es natürlich auch einige Namensänderungen, die stellenweise auf die deutsche Manga-Übersetzung basierten, aber auch teilweise nur im Anime vorkamen. Vieles war eine sprachliche Anpassung wie Usopp zu Lysopp. Ja, aber das passt ja auch wegen Lügen. Lügen Lysopp. Das Wortspiel mit dem Lügner beizubehalten. Oder einfach der Tausch von L zu R, beziehungsweise andersrum, aufgrund der japanischen Aussprache. Ist alles weniger dramatisch, bis vielleicht auf den Namen der letzten Insel auf Unicorn zu legen. Erst im Verlauf der Serie... Das habe ich auch nicht verstanden. Wieso Unicorn? Dann später war es Love Tale? Wurde es ja zu Love Tale. Eigentlich hatte die Insel zu dem Zeitpunkt noch keinen richtigen Namen und erst später wurde sie zu Love Tale. Aber das hatte die deutsche One Piece Crew bei Rescue Film in den neuen Folgen gut gefixt. Apropos Love Tale, ich glaube, ich habe das One Piece gefunden. Was da? Okay, kurz Hörung überspringen. Hatte fast jeder Name, der geändert wurde, auch eine gute Begründung dafür. Ähnlich wurde es auch in Frankreich oder teilweise in Italien gehandhabt mit den Namen. Und wir waren auch nicht das einzige Land, welches Ruffys Namen... Wir können uns so glücklich schätzen, dass Synchron in Deutschland so geisteskrank ist. In anderen Ländern ist das so ein Schmutz. Unglaublich. Da würde ich wirklich nur die japanische Synchro mir anschauen.
In Deutschland schaue ich eigentlich beides. Aber crazy, wie scheiße Synchro in anderen Ländern ist. Namen angepasst hat. So wurde in der hebräischen Version Luffy zu Luppi. Oder in Italien zu Rubber, was dort dann ab Folge 401 nur noch sein Spitzname war. Und selbst die 4Kids-Version ist in der Kategorie noch sehr harmlos unterwegs, wenn es mit zum Beispiel der griechischen Fassung verglichen wird. Luffy wurde hier nämlich einfach zu Drake, Zorro zu... Drake? Drake hat ja gerade Beef mit Kendrick, habe ich so nebenbei mitbekommen. Wieso Drake, Digga? Lass doch einfach die japanische Synchron, pack da Untertitel rein, seid ihr lost? Blackjack, Nami zu Bonnie. Blackjack? Usopp zu Gus und Sanji... Gustavo Fring. Zu Sunny. Die Liste könnte noch endlos fortgesetzt werden und das ist nicht nur bei den Charakteren so, sondern auch bei den Inseln, Organisationen oder Meeren. Die Going Merry wurde zum Beispiel zu der Seaworthy Mario. Wieso? Hä? Oder die Grand Line zur Big Line. Big Line, okay. Doch die Übersetzung war in der griechischen Fassung allgemein nicht unbedingt die beste. So war hier nicht die letzte Insel, wo das One Piece versteckt ist, das Ziel, sondern die Red Line. Da hätte... Dann sind die ja schon nach 20 Folgen durch, oder? Oder was ist, wo die am Dingens ankommen, an diesem Cup? Folge 30, 40? Ruffy sein Ziel ziemlich schnell erreicht, oder? Ach ja, der Titel des Animes war auch nicht One Piece, sondern Drake the Hunting of the Treasure. Ah, okay, Drake, perfekt. Ja, oder zum Glück wurde das Ganze bereits nach 106 Episoden abgebrochen. Der Name ist aber immer noch cooler als in der türkischen Fassung, wo One Piece einfach mal in Gummikind... Lastik Çocuk. Lastik Çocuk. Gummikind. Umbenannt wurde. Das hatte gleichzeitig zur Folge, dass Monkey D. Luffy zu Rubber Boy Luffy umgetauft wurde. Damit ist das berühmte D wohl jetzt ein B und wir wissen bereits, wofür es steht. Rubber Auch hier Boy musste Luffy. Man sich aber nicht lange Gedanken machen, da die Serie nach 52 Folgen beendet wurde. Der Grund... Zu Recht. Dafür, das Rauchen von Sanji und Smoker und der hohe Gewaltgrad haben dafür gesorgt, dass der Anime vom türkischen Fernsehen verbannt wurde. Dem türkischen... Aber wieso sind die so streng bei Animes? So auch im deutschen Fernsehen damals. So Dragon Ball GT wurde ja totzensiert. Aber es gibt dann irgendwelche anderen Filme, wo rumgeballert wird und was weiß ich. So, hä? Auch so in frühen Programmen. Sender muss man aber zugutehalten, dass sie keine visuelle Zensur bei One Piece vorgenommen haben. Einzig allein Dinge wie Sanjis Verhalten gegenüber Frauen oder Zorros Alkoholkonsum wurden in den Dialogen verharmlost. Hört euch diese Audio an, bitte, Digga. Deutsche Synchro, wir wissen die einfach nicht zu schätzen. Was ist das denn? Alkoholkonsum wurden in den Dialogen verharmlost. Wir können für alle Länder... Haben die das mit einer Kartoffel aufgenommen, oder was? ...Länder uns natürlich auch noch die Namen der Attacken ansehen, aber ich bin ehrlich, das Thema finde ich sehr uninteressant. Deswegen werde ich da jetzt auch kein Fass aufmachen. Wir wissen ja inzwischen, glaube ich, alle, dass Zorros Monster Strike in den verschiedenen Stufen nicht originalgetreu waren und man es sich so ziemlich einfach gemacht hat. Zwei Schwerter Stil. Monster Strike. Aber auch in allen anderen Ländern wurden die Attacken übersetzt oder stellenweise wie bei 4Kids komplett abgeändert. Ich meine, die haben einfach Sanjis französische Küchenanspielungen in irgendwelche Essenswortspiele abgewandelt. Aber vielleicht irre ich mich auch und euch interessieren gerade die Attackennamen. Dann haut es bitte in die Kommentare und wir machen vielleicht ein Part 2 von One Piece in diesem Format. Genug dazu füllen hätten wir auf jeden Fall. Dann lasst uns mal zu den Dialogen und Sprechern kommen. Hier wird es gerade bei der 4Kids-Variante schon deutlich interessanter. Klar gab es auch bei uns eine gewisse Dialogzensur, besonders um Wörter wie sterben oder töten zu umgehen. Hier hat es das Synchronstudio aber zumindest geschafft, Synonyme zu benutzen, sodass am Ende immer noch klar wurde, worum es ging. Das lief bis ungefähr zum Water 7 Arc. Gott sei Dank, ja. Auch ganz gut, doch dann meinte RTL 2 leider dem Synchronstudio härtere Auflagen geben zu müssen. Ach so, ich dachte jetzt wird's weniger hart, okay. Die Dialoge nicht nur weiter verharmlosten, sondern leider auch die Sprecher zwang. Hier, wie heißt er nochmal? Daniel Schlauch. Von den Emotionen. Ehrenmann. Ruffy Synchronsprecher und Zac Efron spricht da auch. Runterzufahren. So sind zum Beispiel die Bewohner von Ohara nicht gestorben, sondern halten nur ein verlängertes Nickerchen. Zum Glück mit der Übernahme seitens Tele 5 wurde es deutlich besser und mit ProSieben Max ist dann später die Dialogzensur komplett verschwunden. Ansonsten war die deutsche Fassung immer sehr... Das finde ich aber schade heutzutage, dass
One Piece sieht nicht mehr so brutal aus wie früher. Früher hatte man so viel Blut bei Kämpfen und so. Mittlerweile ist das leider nicht mehr so. Finalgetreu, außer es gab mal Übersetzungspatzer. In Frankreich gab es erstaunlicherweise zwei verschiedene Anläufe. Ich bin auch überhaupt kein Fan der neuen Animation von One Piece. Das sieht mittlerweile aus wie Dragon Ball oder so. Ich finde das gar kein One Piece-Vibe mehr. Ich schaue mir den Anime auch fast gar nicht mehr an. Am Ende werde ich mir alles nochmal geben. Ich lese nur den Manga. Das ist mir viel zu viel, keine Ahnung. Also viel zu viel Lichteffekte und was weiß ich. Sieht aus, als wäre das irgendein Avengers-Film. Gar kein One Piece mehr. Was One Piece betraf. Als erstes hatte sich die bereits für Dragon Ball bekannte AB Group an den Anime mit 52 Episoden versucht. Das Budget war aber so dermaßen gering, dass dementsprechend auch die Übersetzung ausfiel. Und was vielleicht noch schlimmer war, es gab nur 5 Synchronsprecher, die in den 52 Folgen über 50 Charakteren ihre Stimme liehen. Was? Ich weiß, bei Serien wie die Simpsons ist es in den USA nicht viel anders, aber ich glaube, bei Comedy-Serien ist es nochmal etwas anderes als bei einem Projekt wie One Piece. Hier mal ein Ausschnitt von einem Sprecher, der unter anderem Corby, Zorro, Sanji und Shanks seine Stimme geliehen hat. Comment ça, le roi des pirates? Das meine ich. Deutsche Synchro ist Champions League. Hör dir diese Scheiße an. On dirait que tu racontes n'importe quoi. Et trouver le fabuleux trésor que le dernier roi a caché quelque part. Quand on braque une arme à feu sur quelqu'un, il faut vite tirer. Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi, mourir avec fierté ou... Ey, was? Das, Digga! Ab 2008 hat dann Kana Home Video zusammen mit Toei das Ganze in Frankreich übernommen, bis heute. Damit blieb es sehr originalgetreu. Das Einzige, was hier zu bemängeln wäre, wäre, dass hier heute häufige Sprecherwechsel im Maincast zu finden waren über die Jahre. Das würde mich aber richtig abfacken. Sonst lobe ich ja die Italiener immer in die höchsten Höhen, was ihre Anime-Umsetzungen betrifft. Bei One Piece gab es aber eine ähnliche Behandlung wie bei uns. Und zwar mit deutlich verharmlosten Dialogen und vielleicht sogar noch schlimmer, mit Übersetzungsfehlern. Bildeditierungen und Schnitte waren auch ein Thema, aber dazu kommen wir noch später im Video. Wieso, Digga? Hä? Sinn? Wieso macht man das? Oh nein, hier ist ein bisschen Blut in einem Zeichen, in einem Anime, oh mein Gott. Dio. Zum Glück haben die Italiener ab einem gewissen Punkt die Kurve bekommen. Ich werfe für dieses Format ja auch immer gern einen Blick auf den arabischen Dub, weil hier gern an den verschiedensten Stellen rumgetüftelt wird. Erstaunlicherweise blieben die Dialoge einigermaßen intakt. Nur auch hier schlichen sich üble Übersetzungsfehler ein. Ein Highlight ist wohl, dass Ace keine Jagd auf Blackbeard macht, sondern auf Whitebeard. Was? Der im arabischen Dub übrigens Blackheart heißt. Blackbeard existiert namentlich nicht einmal im arabischen Dub. Stattdessen ist Whitebeard ein Krimineller und Lügner, der Ace ausgetrickst hat und nun möchte Ace ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich bin dafür, ein One Piece YouTuber sollte aus der Ausgangssituation ein Was-wäre-wenn-Video machen. Es hätte doch die gesamte One Piece Storyline auf den Kopf gestellt. Kommen wir nun aber mal zu dem US-Dub, der übrigens auch in Großbritannien... Perfekt, Whitebeard macht Jagd auf Ace. Oder andersrum. Kanada, Australien, Neuseeland und Indien 1:1 so ausgestrahlt wurde. 4Kids wollte hier etwas erschaffen, was irgendwie unter jedem Umstand ins Kinderprogramm gehört. Das heißt schon mal gleich von Anfang an, es darf absolut niemand sterben. Und noch besser, gestorben sein. Yep, selbst Tode, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, wurden rückgängig gemacht. Ihr kennt ja sicherlich alle die tragische Geschichte rund um Belmare und wie sie ihr Leben opferte, um Nami und Nojiko zu retten. Tja, bei 4Kids ist Belmare in irgendein Kerker irgendwo eingesperrt. Was die ganze Thematik um Nami natürlich deutlich sinnbefreiter macht. How about a nice room in a dungeon? For the rest of your day. If you can't pay the cash, then you're out with the trash. And feel free to quote me. Oder nehmen wir das hier. Als Nami fortläuft, Lissop im Arlong-Park zu erstechen, bleibt dem normalen Zuschauer das erstmal verborgen, bis sich das relativ schnell aufklärt. Doch für den geneigten 4Kids-Zuschauer viel zu hart. Also wurde noch bevor Nami so tut, als würde sie Lissop erstechen, ein Dialog hinzugefügt, wo die beiden diesen genialen Plan besprechen. Und somit zu 100% klar ist, dass das hier alles nicht echt ist. Nami, Nami ist eine Hexe. Remember, it's your rubber knife. Better be. Rubber knife? Solche hinzugefügten Dialoge, wo im Japanischen eigentlich nur Stille ist, ziehen sich durch den gesamten Dub und verändern nicht nur selten den Kontext von Szenen.
Zudem hat 4Kids den Humor um eine deutliche Ecke nach oben geschraubt. Manchmal hat man hier den Eindruck, eine Abridged-Serie zu schauen. Niemand nimmt mehr irgendeine brenzlige Situation wirklich zu ernst. Mein persönliches Highlight hier ist mit Abstand der Kampf Zorro gegen Mr. One. Zorro behandelt seinen Gegner nämlich so, als wäre er einfach nur ein Schoßhündchen vom Chef. When Crocodile trained you, did he say sit, heel and roll over? Does he give you nice doggy biscuits when he wants you to play fetch? And you, all buck, no bite. Klingt ja sehr ähnlich wie die deutsche Stimme hier, Mr. One. Sehr, sehr ähnlich. You're not funny. Ey, ich lag am Boden vor Lachen. Wäre das wirklich nur eine Parodie? Was für eine Scheißsendung. Die hätte es eine 10 von 10 verdient. Aber es war halt wirklich der Dub, mit dem viele in den USA zum ersten Mal mit One Piece in Berührung gekommen sind. Es geht nicht anders. Ich muss euch noch eine Szene zwischen Sir Crocodile und Ruffy zeigen. Ebenfalls Comedy Gold. It's flushing me down like a big Digga. Hätte ich One Piece in den USA im Fernsehen gesehen, ich hätte es ja richtig gehasst. Toilet! A lovely way to describe it, Straw Hat. That makes you Desert Doo-Doo. Wisst ihr, wer mir leid tut? Lateinamerika. Denn deren Fassung beruht fast komplett auf der 4Kids-Fassung, mit kleineren Ausnahmen wie Namen oder Orte. Erst 2020 hat der lateinamerikanisch-spanische Dub durch Netflix einen neuen Start auf Grundlage der japanischen Version bekommen. Immerhin. Aber zurück zu 4Kids in die USA. Wir sind hier nämlich noch nicht fertig. Also, wir haben Dialogzensur, allgemein veränderte Dialoge, um zum Beispiel Witze machen zu können, neu hinzugefügte Dialoge, um Szenen einen ganz neuen Sinn zu geben. Fehlt also nur noch ein Blick auf die Sprecher. Und oh boy, was haben die da bitte gemacht? Also nicht, dass die schauspielerische Leistung schlecht wäre, die ist vollkommen okay, aber die Voice Actor mussten übertreiben. Ihre Rollen so ein wenig ins Lächerliche ziehen und ihnen teilweise Dialekte verpassen. Ich weiß, ihr wollt Beispiele hören und ich gebe euch meine zwei persönlichen Favoriten. Da hätten wir zum einen Schwarzfuß Sanji, der so klingt, als hätte er die Erlaubnis, Bubat zu konsumieren, etwas übertrieben. Oh love, smile on me, for I cannot even. Ach du Scheiße, was ist das denn? You are such suffering, such sweet sorrow. Und auf der anderen Seite haben wir Rothaar Shanks, dessen Dialekt ihn stellenweise schwer verständlich macht. Oh, Captain Shanks, you're totally soaked. I'm sorry. Don't be. Some of it got in my mouth. Muss man. Ist er Conor McGregor oder was? An lieben. Natürlich wurden auch alle Dialoge gemäß der Bildzensur angepasst, aber das wird unser letzter Punkt auf der Liste. Haben die hier Wasserpistolen? Sein. Zuerst kommen wir nämlich zu etwas Schönem. Und zwar der Musik. Ich sag euch, hier haben wir so einige Banger. Ob nun positiv oder negativ, lasse ich mal dahingestellt. Gleich vorweg, in eigentlich allen Ländern, wo nicht die 4Kids-Version ausgestrahlt wurde oder auf dieser basierte, wurde der original japanische Score verwendet. Was super ist, denn der One Piece Soundtrack hat echt ein paar sehr geile Tracks, die mir immer geholfen haben, den Anime weiterzuschauen und nicht auf den Manga zu wechseln. Einige Szenen wurden dadurch einfach anders geil. Anders sieht es halt bei der 4Kids-Fassung aus. Hier wurde der gesamte Soundtrack durch einen eigenen ausgetauscht. Und das ist sogar nur die... Ach du Scheiße. ...halbe Wahrheit, denn einige der Tracks wurden bereits bei anderen Sendungen, die 4Kids bearbeitet hat, verwendet. Und bei One Piece dann einfach wieder benutzt. Das nenne ich Recycling der Sonderklasse. Doch warum wurde das eigentlich... Wenn die jetzt so Overtime und so... Ach du Scheiße. Der CEO von 4Kids meinte einmal, dass sie die Musik austauschen, um den westlichen Standard zu entsprechen und so mehr Leute angesprochen. Dann nehmt die Serie doch nicht mit, hä, Sinn? Werden. Außerdem würden sie an der Musik dann die Rechte besitzen und würde ihnen helfen, im Geschäft zu bleiben. Gerade die letzte Aussage fand ich irgendwie merkwürdig, weil 4Kids doch sowieso nur ganz selten, wenn überhaupt, ihre Soundtracks veröffentlicht hat. Aber korrigiert mich gerne, falls ich falsch liegen sollte. Lasst uns einfach mal reinhören, aber wie erwähnt, den Soundtrack gab es nie offiziell und dementsprechend ist die vorhandene Qualität eher mau. So ändert man dann die Musik, macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, ja, ist 4Kids Standard, der nie besonders schlecht war, aber auch nie besonders gut, bis auf ein paar bekannte Ausnahmen. Die Japaner haben hier aber schon dermaßen abgeliefert, sodass damit in Konkurrenz treten zu wollen, ein echt hartes Stück Arbeit ist.
Bei den Openings und Endings wird einem die Entscheidung dann schon etwas schwieriger gemacht. Tatsächlich haben so ein paar Länder ihre eigenen Süppchen gekocht und nicht auf Deutschland-Intro, die Legende, magisch. We are, beziehungsweise auf eine übersetzte Fassung. Reichtum, Macht und Ruhm. Natürlich vorneweg unser erstes Opening, die Legende, produziert von Andi Knote und gesungen von Noel Pix. Nichts mehr, das dich hält. Es ist in der One Tat Piece hinter dem größten Schatz Einleitung der Welt. Grandios. Man könnte jetzt bemängeln, dass hier textlich nicht so viel abgeht, aber dafür zieht es einen bei dem Song einfach sofort mit. Laut einem Interview mit der Anime All-Star-Sängerin Petra Scheser. Ich find's richtig geil, dass sie endlich so die Aufmerksamkeit kriegt, die sie verdient. Weil in den letzten Jahren ist sie immer so auf Dokumi und was weiß ich und durch TikTok und so sind ihre Videos viral gegangen. Jetzt hat man ein Gesicht zu ihr. Sie hat, was hat sie alles gesungen? Übers Meer, glaube ich. Und mit aller Kraft, mit Leidenschaft von Detektiv Conan. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Mir fehlt aber noch, das ist, wie heißt er nochmal? Frank Schindel, der hat fast alle Digimon-Soundtracks gesungen. Und Fred Röttcher, der hat die Dragon Ball-Soundtracks gesungen. Dass die heute, niemand weiß, wie die aussehen. Die haben nicht den Fame, den sie verdient haben. Ich hoffe, dass die irgendwann mal auch ins Rampenlicht treten, weil das, Freunde, Frank Schindel und Fred Röttcher, geisteskranke Musiker, die haben einfach unsere Kindheit geprägt mit diesen Intros. Da wurde die Entscheidung über die Eigenproduktion gegenüber einer 1:1-Umsetzung des japanischen Originals durch Andi Knote in Abstimmung mit RTL 2 getroffen, da er zu der Zeit der Auffassung war, dass etwas Rockiges deutlich ansprechender für die Zuschauer Anfang der 2000er gewesen wäre. Einziger Nachteil war wahrscheinlich, dass das Lied für 115 Episoden genutzt und somit das zweite Opening Belief übersprungen wurde. Auf dem arabischen Sender Space Power Channel hat der Anime ebenfalls einen komplett eigenständigen Song bekommen. Der kommt zwar größtenteils ohne Text aus, außer dass hin und wieder One Piece gesagt wird, aber etwas anderes ist mir da viel mehr aufgefallen. Hört mal rein, vielleicht fällt euch auch etwas auf. Jetzt kommt's. Was? Ich mag mich jetzt total irren, aber erinnert euch das nicht irgendwie sehr stark an den Song Moskau von der Band Genghis Khan? Vielleicht spricht da auch der Hody aus mir, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. La 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 One Piece. Ha 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 ha, hey. In Südkorea haben sie sogar zwei eigene Openings und Endings produziert. Das erste heißt Our Dream, welches von einer zu der Zeit nicht gerade unbekannten koreanischen Band gesungen wurde, nämlich Coyote. Das zweite Opening, welches ab Folge 220 gezeigt wurde, hieß Because of a Dream, gesungen von Kim Kyung-ho. Beides, wie ich finde, echt gute Lieder, aber gut, was hätte man auch sonst von Südkorea erwartet? Die Songs sind doch gut. Die koreanischen. Die beiden Endings sind auch vollkommen in Ordnung, hören wir jetzt aber nicht extra rein. Dafür hatte die One Piece-Ausstrahlung in Südkorea noch ein ganz anderes Problem, dazu aber gleich mehr. Denn zuvor müssen wir auf jeden Fall noch zwei andere Länder anhören. Da hätten wir nämlich noch die Italiener, die Koreaner sogar noch geschlagen haben und gleich drei Eigenkompositionen auf die Beine gestellt haben, die alle von Christina D'Avena gesungen wurden, plus jeweils einen männlichen Part. Christina D'Avena hat in Italien alle nennenswerten Anime-Songs eingesungen, weshalb es nicht ungewöhnlich ist, ihren Namen hier wiederzufinden. Aber wie schon bei den Dialogen bin ich hier auch etwas enttäuscht dieses Mal. Bisher waren die Songs aus Italien immer sehr catchy, doch dieses Mal wollte bei mir nicht so recht der Funke überspringen. Digga, was haben die für Müllsongs für One Piece, hä? Da hatte ich als Kind ja gar keinen Bock, da reinzuschauen. Ich hatte schon meine Probleme als Kind mit den Naruto-Soundtracks. Die waren absolut Müll, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Naruto-Intros, die Soundtracks im Anime waren immer geil, aber die Intros waren Schmutz. Naruto, Schmutz, Digga. Vergleich das mal mit Digimon oder Dragon Ball. Okay.
Ab Folge 509 sind sie dann ebenfalls dazu übergegangen, die japanischen Songs zu verwenden, ohne Übersetzung. Natürlich haben wir jetzt noch den legendären One Piece Rap von 4Kids. Der Song keiner Sekunde ernst genommen werden, aber gleichzeitig ist er irgendwie auch total geil. Ich kann also mehr als gut verstehen, dass es davon dutzende Fans draußen gibt. Und wie gesagt, wäre die 4Kids-Version eine Parodie, wäre dieser Song das passende Musikstück dazu. Don't give it up, Luffy. Dreamin'. Don't give it up, Zola. Dreamin'. Don't give it up, Nami. Dreamin'. Pirate whose eye is on it, he'll sing. I'll be king of the pirates. I'm gonna be king. Die lyrische Entfaltung ist einmalig. Hört doch einfach, yo ho ho, he took a bite of a gum gum. Gibt den Songwriter ein Grammy, bitte. Es ist quasi wie das Intro von Prince of Bel-Air, nur halt im One-Piece-Universum. Dabei hatte 4Kids sogar zuerst eine englische Fassung von We Are für die erste Promotion der Serie produziert, hat diese dann aber nie verwendet. Was man aber dem One-Piece-Rap zugutehalten muss, ist, dass hier die Einleitung mit Gold Roger enthalten ist. Digga, ich krieg Ohrenschmerzen hier, was ist das denn? Bei allen anderen Eigenkompositionen wurde dieser Part einfach komplett weggelassen. Naja, außer bei uns. Aber bei uns waren auch Leute dran, die anscheinend wussten, wie wichtig das alles war. Was man bei 4Kids jetzt nicht unbedingt behaupten könnte. Was ebenfalls bei den ganzen Songs noch auffällig ist, ist, dass nur in Deutschland und Südkorea das originale Bildmaster von We Are als Grundlage diente. Alle anderen Länder haben hier etwas Eigenes zusammengebastelt aus den verschiedenen Openings Wieso? Und den einzelnen Episoden. Wieso, Digga? Lass es doch einfach beim Original, hä? Und selbst. Apropos We Are, hier mal eine Zusammenstellung der verschiedenen Versionen der Länder, die den japanischen Song einfach in ihre Sprache übertragen haben. Haben die irgendwen genommen, einfach so aus dem Studio, sing mal, obwohl die nicht singen kann, was ist das denn? Hey, tja, hey, ja. Das klingt schon besser. Wir haben so Glück, dass die Deutschen sich Mühe geben. Was ist das denn? Ich würde ja gern noch weitere Openings vergleichen, aber in den meisten Ländern hat One Piece es gerade mal über die 100 Folgen geschafft, wenn überhaupt. Spanien war eines der wenigen Länder neben Deutschland, die dann etwas weiter kamen und bis Karte des Herzens eine eigene spanische Version hatten. Und die anderen, ja, die haben halt die japanischen Songs verwendet und nur die Einleitung in die jeweilige Sprache übersetzt. Also das Prinzip, wohin inzwischen alle Länder zu übergegangen sind, inklusive Deutschland. Wonach dem We Are Remix im Thriller Bug ebenfalls keine deutschen Songs mehr produziert wurden. Kurz erwähnt, das finde ich schade, dass es keine deutschen Songs mehr gibt. Haben möchte ich noch die Insert-Lieder. So wurde ja zum Beispiel bei uns beim Abschied von Alabasta statt dem japanischen Ending Memories ein eigenes Lied vom deutschen One Piece Soundtrack gespielt. Mit dem Titel Grandline, gesungen von Fred Röttcher. Fred Röttcher, Digga, Legende! Legende! Ehrenmann, der hat ein paar Digimon-Songs gesungen, aber hauptsächlich die Dragon Ball-Songs. Alter, so ein geiler Typ. Er hat sogar einen YouTube-Channel, ich habe mir ja seine Stille Nacht-Version reingezogen. Ich find's schade, dass er nicht den Fame kriegt. Aber ich verstehe nicht, wieso, Digga. Wenn du dich in diese Anime-Szene reinsetzt und Anime-Konzerte spielst, die Konzerte wären voll und du würdest das Cash deines Lebens verdienen, Digga. Wo bist du? Fred Röttcher, wo bist du? Hol dir ein vernünftiges Management. Deine Konzerte sind voll mit Anime-Nerds. Vertrau mir, Digga, du machst das Cash deines Lebens. Eigentlich etwas schade, so eine deutsche Fassung von Memories hätte was gehabt. Gerade wenn ich daran denke, in welcher Szene der Song später nochmal auftaucht. Aber Grandline ist an sich ebenfalls ein fantastisches Lied. Bei den Liedern, die von Charakteren gesungen wurden... Ich muss es euch zeigen, Freunde. Fred Röttcher. Alter, so ein Ehrenmann. Hier. So, ich bin hier auf seinem YouTube-Channel gewesen und da habe ich mir das hier reingezogen. Guck mal, vor 5 Jahren schon. So, Freunde, und sowas hat er zum Beispiel gesungen. Der Typ macht das bei einem Konzert, singt seine ganzen Anime-Songs.
Die Hallen wären voll, Digga, aber nein, was, wo bist du, Digga, wo bist du? Hol dir ein vernünftiges Management, du verdienst das Cash deines Lebens. Eins der besten, Deutsch, Japanisch, egal welche Sprache, eins der besten Intros aller Zeiten, Digga. Du hast nichts gemerkt, ist noch lange nicht vorbei. Aber genauso, Freunde, Frank Schindel, wo bist du, Digga? Der hat fast alle die Digimon-Songs gesungen. Hier, was, was? Ah doch, das kenne ich sogar. Das ist er. Denn Digimon wird dich begleiten. Zeiten. Ihr seid ein Team, werdet alle Abenteuer bestehen. Wow, 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 wow. Schade, Freunde, dass die nicht den Fame bekommen, den sie eigentlich verdienen. Weiter mit dem Video. Wurde dann in den meisten Ländern auch eine Version in der jeweiligen Sprache angefertigt. Wie zum Beispiel bei Bings Sake. So, damit lasst uns zu der letzten Kategorie kommen, auf die ihr bestimmt mit am meisten gewartet habt. Die Schnitte und die sonstigen bildlichen Veränderungen bei One Piece. Dieser Part könnte wahrscheinlich ebenfalls ein eigenes Video füllen, weshalb wir uns wieder nur auf die wichtigsten Dinge und die interessantesten konzentrieren. Und wer hat das entschieden, welche davon wichtig und interessant sind? Natürlich ich. Für Deutschland ist das Thema relativ schnell abgehakt. Szenen mit Gewaltspitzen, gerade wenn spritzendes Blut dabei war, wurde oft ersatzlos entfernt. Irgendwelche Bildretuschen. Traurig. A la Naruto gab es bei One Piece nie. Und wie auch die Dialogzensur so ab Water 7 einen Zahn zulegte, war das auch bei den Schnitten der Fall. Wenn man jetzt aber mal die letzten 60 bis 80 Folgen von One Piece bei RTL 2 außen vor lässt, hatten wir auch hier wieder eine verhältnismäßig gute Bearbeitung, die bei Tele5 noch besser wurde und dank der Sendezeit bei ProSieben Max dann später gar nicht mehr notwendig war. Textboxen wurden und werden immer noch ins Deutsche übersetzt. Das fand ich immer cool. Und selbst die Credits im Opening haben im späteren Verlauf eine Übersetzung erhalten. In vielen Ländern wurde die Zensur ähnlich betrieben wie in Deutschland. Also kleinere Schnitte ohne größere Auswirkungen auf die Folge selbst oder irgendwelchen bildlichen Veränderungen. So zum Beispiel in der hebräischen Fassung, wo nur Sachen entfernt wurden wie der Todesschuss auf Belmer. Oder Griechenland, wo nur vereinzelt Szenen entfernt wurden, womöglich sogar wenig. Guck mal, wie blutig One Piece damals war, das ist heute nicht mehr so, das finde ich scheiße. Gar wegen des Jugendschutzes, sondern vielmehr um Sendezeit einzusparen. Lasst uns lieber mal einen Blick auf die Fassungen werfen, die nicht nur einfach bestimmte Szenen entfernt, sondern auch das Bild bearbeitet haben. Und da haben wir zum einen die arabische Version. Dort wurde Gewalt und Blut ziemlich willkürlich rausgeschnitten, mal ja, mal nein. Aber was auf jeden Fall nicht sein durfte, war zu viel Freizügigkeit bei den weiblichen Charakteren. Ja, heute geht das ja gar nicht mehr. Heutzutage sind die 1 Million mal freizügiger. Tja, um solche Szenen zu verhindern, hat man entweder das Ganze entfernt und durch ein eingefrorenes Bild versucht, die Laufzeit und Dialoge beizubehalten. Oder sie haben einfach die Kleidung etwas erweitert. Wie zum Beispiel hier mit Vivi, wo ihr Kleid einfach mal bis oben hin verlängert wurde. Tut mir leid, nicht mehr Beispiele zeigen zu können, aber hier etwas... krass. ...was zu finden mit dem originalen arabischen Bildmaster war nicht leicht. Naja, dafür durften die Charaktere weiterhin rauchen, was in den anderen Ländern nicht so gern gesehen wurde. Ganz lustig aber ist noch, dass der Totenschädel aus dem One Piece Logo entfernt wurde. Aber wieso nimmt man dann die Serie trotzdem so? Hä, dann übersetzt sie doch einfach nicht und wieso macht ihr euch die Arbeit? Am Ende ist das Endprodukt ja sowieso scheiße. Sieht ungewohnt aus, oder? Einfach falsch. In Spanien wurden die ersten 102 Episoden durch den Sender Telecinco zensiert. Ähnlich wie bei uns mit Naruto wurde hier alles... Telecinco? Tele5? Was Blut betraf, ab dem... Wieso, Digga? Hä? Wieso? Barock-Arc bei den Hauptcharakteren rausge... Hat Zorro nicht hier sein Blut abgeleckt? Woran leckt er denn hier in der Version? ...duschiert. Außerdem war japanischer oder englischer Text für den Sender ein Tabu und somit wurden alle Schriftzüge entweder übersetzt und neu hinzugefügt oder sie wurden komplett entfernt. Wie zum Beispiel bei Smokers Jacke. Kann man machen oder... Rein theoretisch ist das auch ein guter und löblicher Ansatz, das zu tun. Es muss halt nur durchgängig gut aussehen. Und das ist halt nicht immer gelungen.
Ab Folge 103 mit der Übernahme von Jetix und später Boing Channel gab es keine Zensur mehr. Und auch der Text blieb wie im japanischen Original, weil einfach die Zeit für die Umsetzung fehlte. Der Filipino-Dub sei hier kurz erwähnt, weil merkwürdigerweise dieser jahrelang unzensiert lief. Und seit 2020 hat man sich dafür entschieden, Szenen, wo Blut vorkommt, in Schwarz-Weiß darzustellen. Auch ein Trick, den wir ab und an bei Paninis Naruto sehen durften. Lasst uns aber mal zu den richtigen Perlen kommen. Da haben wir zum einen Italien, denn bis zur Folge 629 wurde hier neben der Dialogzensur auch ordentlich am Bild gebastelt. Szenen wurden entfernt oder zum Beispiel wie hier geblurrt, um die Gewaltstufe zu verringern. Hier ist gar nichts passiert, man sieht aber gar nichts. Ebenfalls ein guter Trick war, das Blut in eine andere Farbe umzufärben. Etwas, was wir auch bei Paninis Naruto bereits gesehen haben. Ich glaube beinahe, Naruto vereint alle Arten der Zensur. Ein richtiger König der Zensur. Wobei, halt stopp. Der wahre König kommt ja erst jetzt. Oder sollte ich sagen, König und kleiner Prinz. Denn es ist so, dass Südkorea in vielen Bereichen vor Kids das Wasser reichen kann. Und in manchen vielleicht sogar übertrifft. In Südkorea wurde One Piece auf dem Kindersender KBS2 ausgestrahlt. Und um dafür ein ab 12 Rating zu erreichen, musste so einiges bearbeitet werden. Zum einen wurde jeder Text ins Koreanische abgeändert. Oder komplett entfernt. Sanjis Zigarette wurde zu einem Lolli. Nicht ganz so schön wie der von 4Kids, aber dafür waren die Koreaner auch ein Jahr schneller. Also hat 4Kids sich vielleicht die Idee nur geklaut. Egal wer hier zuerst die Idee hatte, es ist ein... Warte mal... Also hat 4Kids sich vielleicht... Das war Sanji auf Skype, ja. Das heißt, sie haben das konsequent über 200 Folgen gemacht, oder was? Hä? Idee nur geklaut. Egal, wer hier zuerst die Idee hatte, es ist einfach wild, Sanji zum Dauerlutscher zu machen. Scharfe Klingenwaffen wurden in der südkoreanischen Fassung entweder mit einer weißen Textur überblendet oder einfach mit schwarzer Farbe nachgemalt. Wie hier Zorros und Mihawk Schwerter. So Digga. Hä? Dann hat die Serie doch gar keinen Sinn, dann macht es doch einfach nicht. Sehen sie nur noch aus wie bessere Klöppel. Das hatte nicht einmal 4Kids hinbekommen. Um manche Schläge nicht zeigen zu müssen, wurden sie mit einem Cartoon-Effekt ersetzt. Und nicht zu vergessen, wurde auch die Freizügigkeit der One Piece Damenwelt Einhalt geboten, indem ihnen einfach zusätzliche Kleidung übergibt. Ah, einfach so mit Stift drüber gemalt, so sieht ja gar nicht mal scheiße aus. Wurde. Das sah leider. Das ist auch Skype hier. Die haben das ja wirklich 250 Folgen lang gemacht. Auch alles nicht so sonderlich gut gemacht aus. Doch gab es eine Sache, die das Ganze doch noch gerettet hat. Und das meine ich nicht mal ironisch. Denn im Gegensatz zu den USA lief parallel zur zensierten Variante in Südkorea auf dem Sender Champ TV eine unzensierte Version von One Piece. Zumindest bis Folge 219. Danach wurde es etwas komplizierter in Südkorea. Mit mal mehr und dann weniger Zensur. Und nun macht Platz für den König dieser, oder besser gesagt in fast allen Kategorien. 4Kids. Obwohl der 4Kids-Dub nur recht wenige Folgen umfasste, hat er ganz schön reingehauen. Das fängt schon damit an, dass hier ganze Episoden und Arcs komplett ausgelassen wurden. Dragon Ball GT-Style nur noch extremer. Das fand ich so scheiße auf Deutsch, dass Dragon Ball GT so krass gekürzt wurde. Man hat gar nichts mehr wiedererkannt. Man wusste gar nicht, was da passiert. Was wie der Warship Island Arc oder Little Garden wurden komplett geskippt. Arlong Park war ein Schweizer Käse, genauso wie Locktown. Damit fallen wichtige Plot-Sachen komplett unter den Tisch oder wurden umgeschrieben. Zum Beispiel, weil die Crew nie auf Little Garden war, hat Nami jetzt keine tropische Krankheit mehr, sondern das Grand-Line-Fieber. Das Ganze führte letztendlich dazu, dass das aus gute alte Grand-Line-Fieber japanischen Folgen nur noch 104 4Kids-Folgen. Digga, was? Die haben fast 40 Folgen gecuttet? Entstanden sind. Doch wesentlich witziger sind natürlich die ganzen bildlichen Veränderungen. Sanjis Lolli hatten wir eben schon. Was ich aber auch hier wieder sagen muss, sie haben es stellenweise sehr lustig eingesetzt. What's all that noise? Sanjis Lollipop. I wanna find out what he's always slurping on. Smoker bzw. Captain Chaser durfte natürlich auch nicht mehr rauchen und deswegen wurden seine Zigarren entfernt. Plötzlich dampft er einfach so aus dem Mund. Dann waren Schusswaffen ein Thema. Auch wenn gefühlt jedes Kind in den USA eine Schusswaffe... Und man in jedem Supermarkt eine, in jedem Walmart eine Schusswaffe kaufen kann, ja? Im Elternhaus liegen hat, ist es trotzdem nicht gern im einfach Wasserpistolen. Kinderprogramm gesehen. Also wurden die Marinewaffen zu Wasserwerfern oder zu was auch immer das hier zu... Digga, was?
Hölle sein soll. Ja, selbst Schläger, Schaufel oder Bratpfanne waren vor Vorkids nicht sicher. Blut und Verletzungen wurden entfernt, was besonders den Kampf Ruffy gegen Sir Crocodile ganz lustig machte, weil er ihn nun nicht mehr mit Blut bekämpft hat, sondern mit seinem eigenen Schweiß. Selbst das Tattoo von Ace wurde entfernt. Marine wurde aus irgendeinem Grund zu Navy. Bei 4Kids habe ich manchmal das Gefühl, dass sie das Ganze nur gemacht haben, um Arbeit zu haben. Alkohol durfte kein Alkohol sein, religiöse Symbole und sei es nur das Schwert von Mihawk, was wie ein Kreuz was ist das denn? aussieht, wurden entweder verkleinert oder entfernt. Nacktheit, ähnlich wie in Südkorea, wurde ebenfalls bearbeitet. Ich lasse einfach mal ein paar weitere Beispiele für euch laufen. Es sind halt unendlich viele Edits, die 4Kids vorgenommen hat. Nur um irgendwie ihre angepeilte Zielgruppe gerecht zu werden. Und während ihr euch das anseht, erzähle ich euch noch ein wenig dazu. Denn ihr habt bestimmt darauf gewartet, dass ich erwähne, dass es ja in den USA, nachdem 4Kids One Piece nicht mehr fortgeführt hat, sich Funimation der Sache neu annahm. Wie bereits am Anfang des Videos gesagt, das ganze One Piece Thema mit 4Kids in den USA würde ein 15 bis 20 minütiges Video allein füllen. Deswegen nur ganz kurz angerissen. Ja, Funimation hat das Ganze gut gemacht. Im Fernsehen gab es trotzdem Zensur. So wurde Sanjis Zigarette einfach komplett entfernt, statt einen Lolli draus zu machen. Sie haben sogar bis Folge 207 englische Songs aus den japanischen Openings produziert. Also alles schon deutlich besser als 4Kids, wenn auch nicht perfekt. Noch interessanter ist aber die Tatsache, dass 4Kids nicht einmal die ersten waren, die One Piece nach Nordamerika brachten, sondern die Firma Odex hat bereits zuvor 104 Episoden auf DVD mit englischem Dub veröffentlicht. Eigentlich sollte es auch im Fernsehen laufen, dann auch zensiert. Ist aber nie passiert. Das Ganze war sehr originalgetreu gegenüber dem Japanischen. Nur die Audioqualität der Aufnahmen der Sprecher wurde oft bemängelt. Und manche Nebencharaktere klangen etwas steif. I'm sorry, I can't help you. We are all out of stock right now. Are you sure? Digga, als hättest du irgendeinen random Typen gefragt, nimm das mal kurz auf. Are you all right, Captain? Where does it hurt? Nah, no problem, I'm okay. It's for you, my dear Millie. Nachdem ich hierfür die Recherche betrieben habe, bin ich nochmal um ein hundertfaches dankbarer für unsere deutsche Fassung. Besonders, Digga, weil wir auch eines... Wirklich, man muss deutsche Synchro appreciaten. Das ist die weltbeste Synchro. ...der wenigen Länder sind, die mit ihrer Dub-Fassung von der Episodenanzahl ziemlich nah am Japanischen sind. Es hätte uns einfach deutlich schlimmer treffen können. In vielen Ländern hat es sich inzwischen ebenfalls geregelt und sie zeigen One Piece unzensiert. Aber in anderen Ländern wiederum hat es sich nicht durchgesetzt und da gibt es One Piece nur noch als OMU zu sehen. Doch am Ende können sowieso alle froh sein, die nicht die 4Kids-Fassung hatten. Haut gerne in die Kommentare, welche dieser ganzen Fassungen ihr Freunde. Am wenigsten gern in Deutschland gehabt hättet. Das war's mit diesem Video. Lasst hier ein Like gern da. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Reaction-Video. So wurde One Piece verändert, war das hier. Da bin ich echt froh, Freunde. Wir müssen wirklich froh sein, dass wir deutsche Synchro, deutsche Songs hatten und so. Deutsche Synchro, geisteskrank. Deutsche Synchronsprecher verdienen meinen absoluten Respekt. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Reaction-Video. Hallo, bye bye.